Protestmarsch in Oberau bei Garmisch-Partenkirchen. Rund 800 Menschen haben die Bundesstraßen B2 und B23 belagert. Ihr Ziel, sie wollen eine Ortsumfahrung, damit endlich Schluss ist mit dem Verkehrschaos. Mittendrin Florian Streibel, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler. Er unterstützt die Oberauer seit langer Zeit. Die letzte große Investition war 1972 der Autobahnbau. Seitdem ist nicht mehr viel geschehen. Die Infrastruktur ist sehr schlecht ausgebaut. Und von daher muss man sich hier einsetzen, damit man das Augenmerk wieder ins Oberland, wieder in den Werdenfels bringt, um zu zeigen, dass hier auch ein strukturschwacher Raum in Bayern ist, der gefördert werden muss. Die Oberauer kämpfen jetzt seit 40 Jahren für den Tunnel. An Spitzentagen rollen 30.000 Autos durchs Dorf. Für die Bürger ist das eine enorme Belastung. Zuletzt hatten sie deshalb auf die Olympia-Bewerbung gesetzt. Ich hoffe, ortschaftsübergreifend. Rückblick, 8. Mai 2011. In Garmisch stimmen die Bürger für oder gegen Olympia ab. Der Medienrummel ist groß, sogar Südkorea hat ein Fernsehteam ins beschauliche Garmisch geschickt. Den Abend der Entscheidung verbringt Florian Streibel auf dem Olympiagelände. Er weiß, wie wichtig die Olympischen Spiele für die Region wären. Es bedeutet natürlich auch einen Mehrwert, der hierher kommt, natürlich von dem wirtschaftlichen Faktor, dass hier Infrastrukturmaßnahmen generiert werden, die in einen vordringlichen Bedarf reinkommen, der dann bis 2018 erfüllt sein muss. Und von daher die ganzen Projekte, die wir hier schon seit Jahren fordern und brauchen, dass die sich natürlich jetzt verwirklichen können und die dann zum Greifen nahe sind. Deshalb ist Streibel auch Mitglied im Verein Olympia, der unter anderem von den Ausnahmesportlern Christian Neureuther und seiner Ehefrau Rosi Mittermeier gegründet wurde. Es ist kurz vor 18 Uhr und während in den Stimmlokalen ausgezählt wird, ist die Spannung hier mit den Händen zu greifen. 58,50% Befürworter. Hoffentlich geht es so weiter, es ist ja noch nicht ganz ausgezählt. Aber auf jeden Fall zittern wir sehr. Ich glaube, ich bin voll rot vor Aufregung. Ich könnte auch überhaupt nichts essen oder sonst was runterbringen. Das ist ja klar. Wenn man so lange ist, auch kämpft dafür. Und leider bedarf es so einem großen Kampf, weil das hat man ja vorher gar nicht gedacht, dass man überhaupt abstimmen muss. Und das ist wirklich jammerschade. Wenn wir wirtschaftlich auch noch sehen, dass wir den Bahnausbau bekommen, die Umfahrung, die Tunnelumfahrungen, den Wanktunnel, der sonst auf einen irgendwo nicht mehr erreichbaren fernen Termin verschoben wird, dann ist es auch im ökologischen Bereich für den Ort ein Wahnsinn, wenn die ganze Blechlawine um den Ort rumfährt. Die Oberauer, an die darf ich ja auch nicht denken, dass endlich unsere Umgehungsstraßen fertig sind. Und das ist ja das, wo ich sage, da verstehe ich nicht, dass man dagegen sein kann, weil das ist die eigentliche Zukunft, das ist die Nachhaltigkeit. Am Ende gewinnen die Olympia-Befürworter die Abstimmung. Garmisch sagt Ja zu Olympia in Bayern. Das Internationale Olympische Komitee hat die Ehre bekannt zu geben, dass die 23. Olympischen Winterspiele im Jahre 2018 stattfinden in der Stadt. Das Bangen und Hoffen umsonst. Olympia geht nach Südkorea. Und die Oberauer gehen jetzt regelmäßig auf die Straße, auf die Bundesstraße, für die sie einen Ausweichverkehr brauchen. Denn sie wollen nicht aufgeben und sich mit leeren Versprechungen abfinden. Der Innenminister hat zu uns gesagt, Oberau wird gebaut mit und ohne Olympiade. Leider hat er die Jahreszahl nicht gesagt. Auch Florian Streibel gibt sich mit so vagen Aussagen nicht zufrieden. Nun habe ich ans Ministerium in Berlin geschrieben und die sagten, es wird verhandelt, ob Geld flüssig gemacht wird oder nicht. Und deswegen muss man jetzt den öffentlichen Druck erhöhen, damit die Herren in Berlin sehen, dass sie das Geld nicht nur nach Griechenland schieben sollen, sondern auch zu uns hier. Deshalb haben die Freien Wähler auch einen Dringlichkeitsantrag in den Bayerischen Landtag eingebracht, der aber von der CSU abgelehnt wurde. Dann nutzt es auch nichts, dass sich CSU-General Alexander Dobrindt in der Öffentlichkeit solidarisch mit den Oberauern zeigt. Florian Streibel jedenfalls wird weiterhin für das Oberland kämpfen.
im Bayerischen Landtag und zusammen mit den Oberauern.